Als harmloses, aber massives und schweres Stahlteil stellte sich der vermeintliche Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg heraus. Schade, eigentlich hätte ich lieber eine Bombe gefunden, scherzte Sprengmeister Hans Mohr unmittelbar nach der Ausgrabung am Samstagmorgen. Dennoch zeigte sich auch der Experte vom Kampfmittelräumdienst erleichtert, dass er schließlich nicht doch eingreifen musste. Die für Sonntag geplante Evakuierung der Anwohner und die zahlreichen Straßensperren, unter anderem der Autobahn 29, wurde abgeblasen. Bei der Ertüchtigung der Bahnstrecke waren bei Ellenser Damasil unter dem Gleisbett zwei Anomalien geortet worden. Bei der ersten konnte bereits am frühen Samstagmorgen Entwarnung gegeben werden. Bei der zweiten Fundstelle mussten aber die Bagger anrücken. Dabei wurde diverser Schrott gefunden.